Interessant. Geh mal hier rüber. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich bin schon unterwegs, freilich. Was ist das für ein Lagerfeuer hier? Natürlich, wenn ihr wollt. Natürlich. Freilich. Möglich, dass wir erst in den Sumpf müssen, daran zu kommen. Sicher bin ich mir aber diesbezüglich nicht. Zahltag. Ja, sicher, wie ihr wollt. Ich bin schon unterwegs. Natürlich, wie ihr wollt. Ich bin schon unterwegs. Diese Insel halte ich für möglich, aber ich sehe keinen Weg, dahin zu kommen. Na gut, wie ihr wollt. Ja, ich bin schon unterwegs. Na gut, wie ihr wollt. Wie ihr wollt, wenn ihr wollt. Zahltag. Und auf dieser Insel hätte ich tatsächlich eine Blume erwartet, um ehrlich zu sein. Wenn ihr wollt, wenn ihr es für richtig haltet. Aber scheinbar nicht. Wenn ihr es für richtig haltet, wenn ihr wollt. Freilich. Ja. Der Tag der Abrechnung. Wir haben zwei. Es gibt aber noch eine dritte. Wo ist die dritte? Ja, ja. Freilich. Vielleicht zwar auf einer Insel versteckt? Freilich. Na gut. Nein. Wenn ihr es für richtig haltet. Hätte ich auch nicht ganz wirklich erwartet. Es ist Zahltag. Nun gut. Geht mal hier Bescheid geben. Vielleicht kommen wir mit gleich auch irgendwo weiter. Gruppe 0. Neuer Plan. Deckt mir so viel vom Fluss auf, wie ihr könnt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich halte das ja für möglich, dass noch was sein könnte an Blue. Aber dann hier war nur die Kiste. Fertig. Einfach so ein paar Aussichtstürme, um ein bisschen Aussicht zu kriegen. Jupp. Und zu behalten vor allem. Fertig. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Sofort. In Ordnung. Wir erledigen das. Da gibt's einfach kein Draufkommen. Wir kümmern uns. Hier können wir noch entlang gehen. Ich tue mein Bestes. Jawohl. Wie ihr wünscht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Sag mir, siehst du da was? Nein. Jawohl. Da Wetterwechsel sowieso nicht erlaubt ist, wäre ich auch überrascht gewesen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Habt ihr vielleicht in der Stadt irgendwo eine Blume des Lebens rumstehen? Nope, bislang noch nicht. Ja, natürlich. Freilich. Jawohl. Lasst mich die Ehre meiner Mistress wiederherstellen. Womöglich werde ich euch einen härteren Kampf bieten. Na schön, so sei es. Es sollen dieselben Konditionen gelten wie beim letzten Vertrinken. Besiegt mich und ich werde Mitglied der fröhlichen Gesellen. Lasst den Schankwitz ein stärkstes Bier herausgeben. Wie ihr? Ich möchte ein Fass eures stärksten Bieres bestellen. Ich bin zwar eigentlich viel zu müde dazu, aber ein bisschen trinken bekomme ich wohl noch hin. Ich werde gleich um die Wette saufen. So sei es. Ein Fass meines stärksten Bieres kommt sofort. Wenn ihr bereit seid, können wir zu trinken beginnen. Wird zu interessant, um zu warten. Aber warten wir. Sport ist Mord, nur Sprit hält fit. 3, 2, 1, hoch die Tassen und der Vorstand säuft. Ja, ich wäre einfach ein bisschen müde. Oh, ging ja schnell. Aber doch erst das Viertelfass. Er versagt ja noch weniger als die Frau, die ihr eure Mistress nennt. Schade. Vielleicht sollt ihr nur Schlachten schlagen, welche ihr auch gewinnen könnt. Halt die Klappe, Wirt. Ich glaube, ich bleib noch ein bisschen liegen. Freilich. Teufel wirst du tun. Hier unten könnte vielleicht noch eine Blume des Lebens sein. Das hier so ansehe. Wir bilden hier direkt einen Reiter aus, der sich das ansehen. So, die nächste Taverne. Hier oben. Und der würdige Gegner ist Pilgrim. Er ist der absolute Überherr. Oh, alle unsere Helden sind aufgestiegen. Sie kriegt natürlich mehr Schaden. 100 Schaden pro Schuss. Er kriegt mehr Rüstung.
Noch 3 Stufen müssen wir auf Rüstung gehen, danach ist nur noch Gesundheit übrig, die wir machen müssen. Genau genommen hätten wir jetzt die Rüstung schon vollständig haben können. Ja, ja, Herr. Jawohl. Wird gemacht. Ja, ich tue mein Bestes. Es ist Zahltag. Ha. So soll es sein. Sieht nicht sehr nach Blumen des Lebens aus. Sicher. Auftrag. Kneipentour. Sprech mit Pilgrim. Pilgrim ist ein erfahrener Trinker. Er kann Robin gewiss dabei helfen, beim Trinken länger durchzuhalten. Oh, kriegen wir Training? Na gut. Von Pilgrim ausgebildet zu werden, ist natürlich das Beste. Seid ihr der Besitzer der Taverne? Oder gehört ihr zur Stammkundschaft? Eigentlich ist das egal. Ich benötige Hilfe. Ich muss lernen, zu saufen wie ein professioneller Alkoholiker. Seid ihr gewillt, mir zu helfen? Seht ihr diese Fässer da hinten? Die habe ich heute Morgen vor dem Frühstück geleert. Wenn es um was Trinken geht, macht dir so schnell keiner was vor, Mädchen. Und natürlich kann ich euch beibringen zu trinken. Zwar werdet ihr niemals so gut wie ich, doch bestimmt gut genug, um auch wen auch immer ihr wollt, das für euch zu lernen. Haha. Leider gibt es da ein kleines Problemchen mit der Zeche. Bevor ich die nicht bezahle, wird mir nichts mehr ausgeschenkt. Und wie hoch sind eure Schulden? Ich werde euch auslösen, wenn ihr mir danach helft. Nicht gleich nach einem halben Fass am Boden zu liegen. Nun, das sind so ungefähr 2000 Taler. Schaut mich nicht so an, ich bin ein sehr durstiger Mann. Gemessen an der Masse an Fässern, die da steht, bin ich schockiert. Ich glaube, du trinkst zum Rabatt. Löst Pilgrim für 2000 Taler aus seiner Schuld aus. Über die Jahre hat Pilgrim viel getrunken. Leider war er nicht imstande, immer zu bezahlen. Diese kleine Summe hat sich über die Jahre angesammelt. Okay. Ja, Pilgrim ist Schulden bezahlt. Sprecht nun wieder mit ihm. Sicher. Danke, endlich kann ich sein Bier bestellen. Ich will natürlich auch mein Versprechen halten. Kommt hinein in die Taverne. Wir werden jetzt so lange saufen, bis sämtliches Blut in euren Adern dem Gerstensaft gewichen ist. Ha! Da hat sie bald noch Blut im Alkohol. Hinter der Wett. Hey, nicht schlatt machen. Aufstehen, weiter saufen. Ja, das ist mein Mädchen. Immer hinter mit dem Zeug. Wunderbar, ein ganzes Fass und ihr könnt noch stehen. Unglaublich. Ich denke, ihr seid bereit, solch eine trinkfeste Frau jagt selbst mir Angst ein. Gratuliere. Hab Dank, werter Pilgrim. Bisher habe ich noch nie den Boden des Fasses gesehen. Ich hoffe, ich habe eure Schuld beim Schankwirt nicht wieder in die Höhe getrieben. Da zerbrecht euch mal nicht euren hübschen Kopf drüber. Ich will euch nicht nur meine Schulden tilgen, sondern auch im Voraus zahlen. Seht dies als meinen Lohn an. Ha! Pilgrim ist glücklich. Eure Arbeit. Nun gut, jetzt. Ihre Steuern. Jetzt können wir Will Scarlet zeigen, was wir gelernt haben. Wie ihr wollt. Mit der Macht des Pilgrims. Die Revenge. Stellt euch Will Scarlet für ein letztes Trinkduell. Wo ist die letzte Blume des Lebens? Sehen wir sie oder sehen wir sie nicht? Ich sehe sie nicht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold. Leider nicht. Freilich. Okay. Wenn ihr es für... Scarlet, ich fordere eine Revanche. Und dieses Mal werde ich euch gewiss unter den Tisch saufen. Und dann werdet ihr Mitglied bei den fröhlichen Gesellen. Ha, so viel Selbstvertrauen. Wer bin ich, dass ich zu so einer schönen Saufkumpane nein sage? Ihr sollt eure Revanche haben. Und natürlich vergaß ich nicht unsere Abmachung überall den Alkohol. Wenn ihr mich schlagt, will ich Mitglied der fröhlichen Gesellen werden. Wirt? Dieses Mal aber. Ich möchte dann fast eures süffigsten Bier bestellen. Na wartet's gerade. Dieses Mal werdet ihr im Dreck liegen. Ich bin eine schlechte Verliererin. So sei es. Ein Fass meines süffigsten Bieres kommt sofort. Wenn ihr bereit seid, können wir beginnen zu trinken. Rache ist ein Gericht, welches am besten mit Bier serviert wird. Zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz. 3, 2, 1, Ex und Hopp in den Kopf. Oh, diese Schwärze vor meinen Augen. So schwarz wie die Seele meiner Interessantheit. Ich habe verloren. Schaut ihr, Leute, oh schaut. Dort liegt er im Dreck. Damit habe ich gewonnen.
Ihr werdet künftig an meiner Seite stehen und für meine Sache kämpfen. Das war auch mal Zeit. Nehmt ihn mit, denn mein ganzes Bier ist alle. Will Scarlett hat sich jetzt angeschlossen. Als ehemaliger Assassin der Botschaft kann er einen Feind sofort ausschalten und in den Schatten verschwinden. Außerdem vermag er es, eure Fernkämpfer zu inspirieren, auf dass sie besser treffen. Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Ihr habt eine neue Schattenwanderung. Wirft eine Rauchbombe, um ungesehen in einer anderen Position aufzutauchen. Ah, Teleportmann. Will Scarlett ist ein ausgebildeter Assassin und darauf spezialisiert, einzelne Ziele schnell zu erledigen. Dein direkter Angriffsschaden wird extrem schnell steigen, wenn ihr ihn fortbildet. Deine Spezialfähigkeit erlaubt es, ihn an einer anderen Stelle verschwinden und kurz darauf an einer anderen wieder auftauchen zu lassen. So kann er feindliche Folge von sich ablenken und kurze Tanzen überwinden. Neben seinem Meisterschutz kann er auch gewöhnliche Fernkämpfer dazu ermutigen, besser zu treffen. Setzt ihn weise ein und der Verstoßene der Bruderschaft wird euch gute Dienste leisten. Er ist also auch ein Damage-Dealer, also sollten wir bei ihm auch auf Angriff gehen. Oh ja, sein Angriff steigt definitiv stark an. Sein Angriff steigt wirklich exorbitant schnell an. Wollen wir bei ihm noch auf irgendwelche anderen Sachen gehen? Ehrlich gesagt denke ich nicht, dass es nötig ist. Nur Schaden. Hier so, 185 Schaden von Natur aus. Aber natürlich, aber sicher. Das interessiert mich aber eine Sache. Auftrag. Das wahre Böse, der vermeintliche Held und Wohltäter, der die Menschen von finsteren Gesellen schützt, ist kein Saubermann. Robin wollte die Wahrheit erfahren und Salems treiben, so ist der bösartig sei ein Ende setzen. Besprechung im Lagerfeuer. Es ist Zahltag. Oh. Interessant. Auf jeden Fall. Ich hatte mich schon gewundert, warum Salem so viele Truppen hatte, aber... Oh. Jetzt bin ich paranoid. Armee 1. Sammelt euch bei unserer vorgeschobenen Kaserne. Wir erledigen das. 2. Will Scarlett zählt zur Gruppe 3, aber ich möchte eine Sache testen. Oh, das... Okay, das geht schon ganz gut. Können wir das benutzen, um auf diese Insel zu kommen? Oder auf eine dieser Inseln? Auf jeden Fall. Können wir es benutzen, um uns irgendwo hin zu teleportieren, wo wir nicht sein sollten? Ja. Haben wir die Technologien? Nein. Möglicherweise kriegen wir die gleich erst. Gruppe 9. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wo können wir uns einen Schießplatz hinsetzen? Noch einen weiteren? Macht Salem komische Dinge? Wir werden es gleich herausfinden. Aber erst einmal, kann Will Scarlett das hier? Nein, falsch. Das hier? Das ist nicht erreichbar. Okay, gut. Mein absoluter Überplan, der darin bestand zu schauen, ob wir auf den kleinen Inseln irgendwelche Blumen des Lebens finden könnten, sagte nein. Dürfen wir nicht. Aber irgendwo gibt es noch so eine Blume des Lebens. Ich will sie. Irgendwo muss es sie noch geben. Letzte ihre Art. Ein bisschen vermute ich da. Auch wenn wir schon da unten gewesen sind, schicken wir den Reiter nochmal hier runter, das hier anzusehen. Jawohl. Wie gesagt, ich vermute diese Region gerade immer noch. Aber ich weiß nicht, ob wir da drankommen werden auf irgendeine Art und Weise, wenn es da auf einer kleinen Insel ist. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Jawohl, dafür sind wir genau die Richtigen. Okay, es ist nicht hier drauf irgendwo. Seid unbesorgt. Wo ist diese letzte Blume des Lebens? Wahrscheinlich im Sumpfgebiet, wo wir noch keinen Zugriff drauf haben.
Ja, mein Herr. Seid unbesorgt. In Ordnung. Wie ihr befehlt. Gerne. Hier werden wir wohl Pilgrim brauchen, um diese Felsen zu sprengen. Ja, mein Herr. Falls wir Pilgrim kriegen können überhaupt. Oder möglicherweise war Pilgrim einfach nur zum Saufen hier. In Ordnung. Weil nein, eigentlich baut ihr hier einfach mal einen Turm hin. Damit wir sehen können. Natürlich. Na gut. Du kannst doch von mir aus mal mitkommen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Es ist Zahltag. Hier ist noch Kundschafter. Ja, ja. Der ist immer noch hier. Okay, Sekunde. Kommen wir kurz mal zurück zu ihm. Kann vielleicht von Sachen freisprengen. Vielleicht können wir den Kundschafter sogar bekommen. Was ihr wolltet. Es ist Zahltag. Vielleicht gibt er uns auch Shit, wer weiß. Was wir zum Beispiel noch nicht haben, ist ein Sprengfall, wenn ich darüber nachdenke. Kannst du mir einen geben? Natürlich, wenn ihr es. Danke, jetzt kann ich mir auch endlich mal was gönnen. Vielleicht gehe ich mal ins Freundenhaus. Jedenfalls, ihr seid der Erste, die tatsächlich mal zahlt. Als Dank möchte ich etwas von meinem Sprengstoff geben. Tatsache. Hab vielen Dank. Es wäre wahrlich ein Ding, könnte ich meine Pfeile mit Sprengstoff bewehren. Das sollte ich im Hinterkopf behalten. Das war bestimmt nicht das letzte Hindernis, welches ich aus dem Weg räumen muss. Sie kann jetzt Sachen selbst sprengen, oder? Nein, der noch nicht. Bisher noch nicht, aber es gibt bestimmt... Können wir einfach zu irgendeiner Mine gehen, das austesten? Wir haben ja zum Beispiel hier unten... Wir hätten hier die Lehmgrube, aber hier unten haben wir auch einen Felsen, den ich austesten möchte. Sieht verdächtig aus. Wahrscheinlich gibt es hier oben ein Dorfzentrum, ich glaub, richtig? Ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Nicht unbedingt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ja. Aber wenn wir noch eins bekämen, würde ich das natürlich dankend annehmen. Sieht halt noch ein bisschen nach einer Dorfzentrum-Position aus. Natürlich. Jetzt geht nochmal jeder aufs Klo und dann können wir los. Zahltag. Okay, Robin ist einfach schnell. Natürlich. Natürlich. Nein. Wenn ihr wollt, natürlich. Wenn ihr es für richtig haltet, nichts, wenn ihr wollt. Was wir sehen könnten. Ja. Eure Arbeit. Er kann nicht einfach so cheaten, schade. Ja, ja. Ich frage mich, was dieser Abschnitt hier oben zu bedeuten hat. Ja. Aber gern. Wir haben keinen Sprengfall bekommen. Aber natürlich. Können wir den irgendwo... Wie lernen wir den Sprengfall? Offensichtlich können wir einen kriegen. Etwas, was wir im Hinterkopf behalten wollen. Vielleicht lernen wir es erst später. Aber jetzt ist mein Hunger gewissermaßen geweckt. Dinge Bum-Bum machen lassen. Ja, gerne. Aber sicher, mit Vergnügen. Jetzt gibt es mal wieder so einen Paranoia-Check, ob wir hier nicht irgendwo eine Blume übersehen oder ob es nicht noch einen anderen Weg gibt, hier weiterzukommen. Für den Moment scheint dem nicht so zu sein. Können wir mit der Mine was machen? Die Lehmgrube, die wir zum Beispiel hier haben. Oder der verschütteten Steingrube und der Eisengrube, die wir hier noch haben. Genau, hier haben wir die Steingrube. Hier haben wir auch nur ein gewisses Maß weiter. Können wir inzwischen hier die Sachen freihacken? Es sieht aktuell nicht danach aus, dass wir das können. Und dann haben wir den alten über. Opa Null, ihr habt genug übertrieben. Und der. Dach, Chef. Setzt uns zwei Kanonentürme hier hin. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja, wenn ihr es für richtig haltet, natürlich. Okay, das funktioniert nicht. Vielleicht, weil, ja. Vielleicht dürfen wir es später machen. Ja, ja, mit Vergnügen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall, alle Optionalitäten auszukosten. Aber sicher,